Hallo Hexerfreunde, mein Name ist Nightflyer und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Zufällig, wo mein Papagei ist? Nein, das weiß ich nicht, muss ihn selber suchen. Und ja, wir waren hier in der letzten Folge in Oxenfurt, haben mit Radovid gesprochen und ihm berichtet über Philippa Eilhardt, über ihren Verbleib. Wir haben ihm nicht gesagt, dass sie möglicherweise versucht, ihr Augenlicht zurückzubekommen, aber wir haben ihm den Kristall gegeben, mit dem er möglicherweise Näheres herausfinden kann. Ich bin mir jetzt im Nachhinein nicht mehr so sicher, ob das eine gute Idee war. Vielleicht hätte ich vorher mit Dijkstra sprechen sollen, denn wir haben ja auch diesen Brief gefunden, dass da offenbar irgendwas mit Dijkstra und Philippa läuft. Keine Ahnung. Wir werden jetzt jedenfalls schnell reisen, und zwar nach Novigrad. Und zwar... nein, nicht dahin, sondern hier. Zur St. Gregorsbrücke. Und da wären wir auch schon. Bequem, der ganze Stahl auf dem Rücken. So, und wir begeben uns zu dieser Taverne, um mit Dijkstra zu sprechen. Und da möglicherweise einen Attentat zu planen auf König Radovid. Bin schon wieder zu spät zum Abendessen. Und auch hier weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Was? Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Ja. Wir suchen uns mal eine aus, würde ich sagen. Also, was soll's sein? Ja, ich kann ihn ja nicht richtig sehen, wenn die jetzt nicht mal wegbewegen hier. Die sieht doch ganz niedlich aus. Wir können es gleich hier treiben oder bei mir. Du hast die Wahl. Ja, die hält's auch pragmatisch, sage ich mal. Komm, wir quatschen die mal an hier. Wie, geht gar nicht? Ich kann die nicht anquatschen. Kein Nachlass und gar auf die Kralle. Die können wir anquatschen. Die auch, aber die da nicht. Die, die ich wollte, die kann ich nicht anquatschen. Er ist ja doof. Ja komm, dann machen wir es mal hier exotisch. Bei mir juckt was. Willst du mal kratzen? Nein. Wenn es juckt, will ich nicht. Behalt deine Pfoten bei dir. Mann, die wollen alle gar nicht. Was soll's sein? Okay, dann Spaß beiseite hier. Gut, hier ist noch eine Kurtisane. Oh, Wölfchen. Wölfchen. So, wo ist denn der Kollege? Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt, Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Und das war... Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit zwei Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Ja, tut mir leid, ich bin hier, um... Sprich leise. Ich weiß genau, warum du hier bist. Sie warten. Bitte hier entlang. Okay. Nach oben. Ja, die hat ihre besten Tage, glaube ich, hinter sich. Dass er die Hände nicht von sich lassen kann. Aber könnte ja sein, dass die doch früher mal recht hübsch war. So, reden Bandit? Nein. Geralt? Da hoch. Der Boss wartet schon. Okay. Willst du deine Klamotten ordentlich waschen lassen? Oder gehst du wieder zum Brunnen? Ich tu mal so, als hätte ich das nicht gehört. Geralt, da bist du ja. Gut. Du hättest einen einsameren Ort für die Planung eines Mordanschlags aussuchen können. Alle denken drüber nach und viele würden es tun. Wir brauchen keine Angst zu haben. Außerdem hat dieser Ort eine gewisse Tradition. Ist vielleicht sogar legendär. Falka hat hier ihren Aufstand geplant. Und auch König Friedangs Ermordung. Vergleichst du dich etwa mit Falka? Soweit ich mich erinnere, gibt es in Redanien kaum jemanden mit einem blutigeren Ruf. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam.
Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radovid tot sehen. Es freut mich, dass du mitmachst. Ich war mir nicht sicher, ob du auftauchen würdest. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, aber dieser Punkt hier ist ein Argument. Ich habe über deine Worte nachgedacht, dass Triss und Yen nicht sicher sind, solange Radovid lebt. Das kannst du glauben. Nun, ich bin froh, dass wir uns verstehen. Und nun zur eigentlichen Sache. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Ross, du hier? Ehemalige Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Du hast mal einen König beschützt. Willst du jetzt einen anderen ermorden? Ich bin nicht stolz darauf, aber in meinen Augen gibt es keine andere Lösung. Radovid hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Als Kedven um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Vysima zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Der Krieg ist beinahe vorüber, die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radovid bedeutet ein freies Temerien. Ah ja, ob Temerien frei sein wird, bin ich mir nicht so sicher. Wie soll das gehen? Radovid ist doch Temeriens Verbündeter. Nur solange meine Kämpfer tun, was er verlangt, seine Truppen zu unterstützen. Wenn er den Krieg gewinnt, wird er die ehemaligen Grenzen ignorieren. Er wird sie nicht wiederherstellen. Er träumt von einem Reich des Nordens. Solange er lebt, wird es kein freies Temerien geben. Aber wir wollen dich nicht mit politischem Geschwätz langweilen. Radovid ist eine Bedrohung für Triss und Yennefer. Vergiss das nicht. Das sollte deine größte Sorge sein. Ja, politisch haben wir es ja echt nicht so, als Geralt. aber ja, ich weiß nicht, ob das so doll ist. Was passiert denn, wenn Nilfgaard hier reinkommt? Na gut, was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Er ist nicht zurückgekehrt, aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund, hm? So, so. Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Er sollte den Ponta überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor. Ihr habt einen redanischen Soldaten in eure Pläne zur Ermordung des redanischen Königs eingeweiht? Siehst du? Es gibt sogar Redanier, die mit Radovids Politik nicht einverstanden sind. Und wenn einfache Soldaten merken, dass etwas nicht stimmt, dann ist es Zeit zu handeln. Ja, aber die Soldaten sind auch Arschlöcher. Na gut, wir finden den Mann. Gut, ich rede mit Gregor. Danke. Und lenk nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn's geht. Denk daran, dieser Einsatz entscheidet die Zukunft. Die Zukunft Temeriens und des Nordens. Ich weiß. Ich versuch's nicht zu vermasseln. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Okay, ja. Hat jemand reinkommen sehen? Niemand außer Madame Serenity und deinem Lakai. Auf der Straße, meine ich. Niemand. Lassen dich deine Nerven im Stich? Ich bin nicht nervös. Nur vorsichtig. Solltest du auch sein. Ich weiß. Und ich bin es. Bin eine Weile durch die Straßen geschlendert, um Verfolger abzuschütteln. Ich bin genauso lange Spion wie du. Du brauchst mir keine Lektionen zu erteilen. Na gut, so, dann lassen wir die hier beiden mal weitermachen. Gucken uns aber hier vielleicht noch ein bisschen um, oder? Naja, klauen tun wir nicht. Außer hier ist irgendwas Rotes. Sieht mir aber nicht so aus. Na gut, dann sehen wir mal zu, dass wir hier wegkommen. Was ist hier noch?
Ein Schlafzimmerchen. Und überall sind Badewannen. Ja, jetzt können wir noch mal probieren, ob wir Spaß haben können. Den Priestern gegeben. Möchte wissen, was meine Frau dazu sagen würde. Moment. Exil? So sind die Zeiten. Eigentlich wollte ich ja nichts klauen, aber wie kommen wir denn da hin? Ich hätte gesagt, wir klettern hier, aber es geht nicht. Was machst denn du da? Nee, ich wollte eigentlich hier auf diese Ebene da. Warte mal, was haben wir hier? Aufnehmen. Brot. Ne, die Kiste da interessiert mich. Ich fühle mich irgendwie dreckig. Ah, jetzt. So, eine Schöpf... Na super, die will ich nicht haben. Nö, davon will ich nichts. So, jetzt reden wir mal mit der Kurtisane in der Badewanne. Oh, Wölfchen. Ja, offenbar geht hier nichts. Mit dir? Für kein Gold. Nee, würde ich auch nicht wollen. Ehrlich gesagt. Gut, also sie wollen kein Geld verdienen hier. Ja? Nein, nicht mit der. Ich brauche eine Pause. Begrab mich mit einem Fassbier in den Humpen. Geht's aber los jetzt. Und singt an meinem Grabe. Er starb besoffen, aber als feiner Mann. Wir können es gleich hier treiben oder bei mir. Du hast die Wahl. Ich brauche eine Pause. Dann mach eine Pause. Ui, neue Körper seine Frau aus dem Kerkerhaus. Ich weiß nicht, ob ich verstehe. Darüber haben wir schon gesprochen. Was würde ich? So, raus aus diesem Laden hier. So, sprich mit dem redanischen Kontaktmann. Ich schau mal auf die Karte. Der müsste... Ach, da unten. Okay, das ist aber eine Ecke. Dort ist aber schon ein Eckchen, sag ich mal. Burg Drahim, da ist Urstein. Ja, am ehesten wären wir hier wahrscheinlich. Dann reisen wir da mal hin. Achso, ja, wir müssen erst natürlich zu einem Schnellreisepunkt. Wo ist denn der nächste Schnellreisepunkt? Jetzt habe ich nicht geguckt auf die Karte. Ich hoffe, hier kommt einer. Irgendwo müsste der hier auch sein, meine ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo war denn der? Warte mal, hier ist ein Anschlagbrett mit einem Ausrufezeichen. So, persönliche Bekanntmachung, Witwer, 60 Jahre alt, mittelgroß, überdurchschnittlich intelligent und so weiter. PPS Frauen der älteren Völker zwecklos vor einem Halblicht. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Und gesucht, Triss Merigold. Von Augenzeugen wurde bestätigt, dass Triss Merigold von Maribor, bekannt als 14. des Berges und Mitglied der berüchtigten Loge der Zauberinnen, sich gegenwärtig in unserer schönen Stadt aufhält. Wer Informationen über ihren Unterschlupf, ihre Pläne oder Komplizen hat, ist nach den Gesetzen der Götter und Menschen verpflichtet, sofort den nächsten Außenposten der Stadtwache zu unterrichten. Wer der Hexe hilft, ihr Lebensmittel gibt oder Unterkünfte gewährt, wird mit ihr brennen. Ja, zum Glück ist sie nicht mehr da. Gesucht erstklassiges Brennholz. Erinnerung. Ehrenwerte Städter, bitte denkt daran, etwa ihr Passanten zu warnen, bevor ihr die Nachttöpfe aus dem Fenster ausleert. ein Wort der Zunft der Rüstungsschmiede. Die Zunft der Rüstungsschmiede möchte an Folgendes erinnern. Niemand darf in Novigrad Rüstung oder Helme verkaufen, der nicht zuerst unsere Reihen beigetreten ist und seine Meisterschaft nachgewiesen hat. Zunftmitglieder, bla bla bla. So, ja. Ihr könnt eine Pause drücken, wenn ihr das lesen wollt. Dann Vorsicht, Schwindler. Ich pack die mal alle ein, falls da doch irgendwas hintersteckt. Manchmal hat man es ja, dass dann irgendwelche Orte auf der Karte markiert werden, aber ist hier nicht der Fall. Gebummelt wird nicht. So, ja, jetzt hätte ich gerne einen Schnellreisepunkt, ehrlich gesagt. Weil ich wollte da jetzt nicht zu Fuß hinlatschen. Ja, vielleicht soll ich doch auf die Karte gucken. Da. Was? Nee, ich wollte auch nicht schnell reisen, ich wollte es markieren. So.
Können wir hier durch? Ja. Ja, jetzt haben wir Mann des Barons, Mann von Hurensohn, dabei sind die alle tot. So, und hier ist der Schnellreisepunkt. Und damit reisen wir dann mal zu dem Grenzposten. Ja, da wären wir dann auch schon und wir gucken mal, wie wir da am besten zu dem hinkommen. Lass mich in Ruhe. Streitlustig, wie? Okay, das ist übrigens der Grenz... Passieren. Da gehe ich von aus. Das ist übrigens der Grenzposten, wo wir normalerweise auf normalem Wege nach Novigrad gekommen wären, als wir hier das erste Mal angekommen sind. Wir haben ja so einen Querfeldeinweg genommen, da hinten irgendwo. So, und hier sollte der Grenzposten irgendwo stehen. Der Gregor. Ich suche Gregor. Du hast ihn gefunden. Wer bist du? Geralt von Riva. Dijkstra schickt mich. Ich habe dich erwartet. Gehen wir eine Runde. Du hast deinen Wachposten aber hübsch dekoriert. Auf Befehl unseres barmherzigen und gnädigen Herrschers, des guten Königs. Was haben sie verbrochen? Der Rechte ist ein Weideler aus einem Dorf in der Nähe. Hat jemandem den falschen Rat gegeben. Die Freunde des Mannes haben ihn verraten. Und der Links wurde von seinem Nachbarn in dessen Groll der Hexerei bezichtigt. Nur Menschen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Nicht Radovids Fehler. Und wer macht die Gesetze, durch die Leute für solche Verbrechen gehängt werden? Tja. Verachtest du etwa dem König, dem du dienst? Das geht uns nichts an. Das will ich gar nicht wissen. Reden wir. Ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin? Es geht wohl um unseren Freund, den Schuster. Er ist auf dem Weg nach draußen hier durchgekommen, ist noch nicht wieder zurück. Gestern hat eine Patrouille einen verlassenen Karren abseits der Straße gesehen. Ich wollte nachsehen, ob es seiner ist, aber ich konnte hier nicht weg. Danke. Darauf lässt sich aufbauen. Leb wohl. Warte. Hast du einen Passierschein? Ohne kommst du nicht wieder zurück. Ja, ich habe einen. Gut. Viel Glück. Danke. Bis dann. Okay, das war jetzt interessant. Der hat es nach dem Passierschein gefragt. Und ich bin mir fast sicher, dass dieser Gregor derjenige ist, der uns auch den Passierschein gegeben hat. Das war in einer der vorherigen Folgen. Da sind wir hier nach Novigrad zurückgekehrt. Was macht denn der da? Was glitschst du denn hier? Ich mach dir mal die Tür auf. Hab ihm geholfen. Ja, nee, ich glaube, das ist nämlich der Typ, der uns auch den Passierschein gegeben hat. Deswegen fand ich das gerade interessant, dass er gefragt hat danach. Und, ja, wir sollen jetzt nach irgendeinem Karren gucken. Ich guck mal auf die Karte, wo wir hin müssen. Da also. Ja, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier zurück. Ihre und Heimatland. Und, ja, gehen über die Brücke und dann rufen wir uns mal Plötze. Jawohl. Direkt hinter uns gespawnt. Das Haar so weiß wie Qual. Qual. Das wäre jetzt genau das. Passierscheine für Novigrad. Nein, ich brauche keinen. Der Typ nervt. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Ich habe schon Interessanteres auf meiner Nase. Okay, hier kommen wir schon in den Bereich. Und hier ist wohl offenbar dieser Wagen. Der Karren sieht intakt aus. Seltsam. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja was.
Ja, wir finden Wölfe. Oh, noch einer? Ey, lässt du mal plötzlich in Ruhe? Du Arschloch! Mein schönes Pferd. So, wir sammeln erstmal ein, das Fleisch und so. Und die Leber. So, dann schauen wir uns mal um. Wo sein Träger wohl ist? Kampfspuren. Jemand wurde niedergeschlagen und davongeschleift. Ja, ich würde sagen, wir plündern erstmal die Kisten. Das ist jetzt nicht so spannend. Das war's. Okay, wurde davon geschleift. Wohin? Da. Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Wo sein Träger wohl ist? Ja, das hat man schon. Wo geht die Spur weiter? Da. Da. Das ist doch schon wieder ein Schuh hier. Wer verliert denn hier bitte so viele Schuhe? Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Warte mal, der Schuh zeigt ja in diese Richtung. Nein. Wo sein Träger wohl ist? Okay, das ist wieder ein Schuh. Ach so, der Typ ist Schuster. Da ist ein Feind. Klingt ungemütlich. Schöllkraut. Was macht er hier? Schuhe glänzen. Was? Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Das ist ein Troll. Hallo. Weg, Hexer, du. Schuhe sammeln ich. Das sehe ich. Ich frag mich nur, woher diese Schuhe stammen. Schuhe hier wachsen. Wie Pilze. Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht reden, sonst Ärger mit Ock und Pock. Ock und Pock, sind das deine Freunde? Findergroße, Ock und Pock. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhe. So groß. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Ock, Pock, Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt ihr ihn gefressen? Nein, Knochenmann, Dünnmann. Bäh. Ork sagen man Schuhe machen. Für Ork, Pork und Rock Schuhe machen. Okay. Brauchst du überhaupt Schuhe?
Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Ock, Pock und Rock. Große Trolle sein, wie Menschen. Na gut, dann mach's mal gut. Bis dann. Okay. Finde die Trollhöhle. Ja, dann schauen wir uns die Trollhöhle mal an. Ich glaube, wir haben da schon einen Eingang, würde ich sagen. Dann gehen wir da mal rein in der nächsten Folge. Hier sind wir erstmal wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir hier uns in dieser Trollhöhle umschauen. Ich bin gespannt und bis dahin. Ciao, ciao.